Markus Weinzierl war total erleichtert, richtig glücklich. Tagelang hatte Augsburgs Trainer flach gelegen, mit 40 Grad Fieber. Aber rechtzeitig ist er wieder fit, um die Mannschaft ins letzte Spiel des Jahres zu führen, bei Eintracht Frankfurt. Ich denke, dass jeder weiß, was am Freitag auf dem Spiel steht, dass das letzte Spiel ist in diesem Jahr, wo wir Ausrufezeichen setzen können zum Abschluss. Wir wollen die gute Serie, die wir haben, aus den letzten Spielen bestätigen, wollen sie fortlaufen lassen, wollen natürlich bei der Eintracht punkten, wir wollen sie auf Distanz halten, das wird ganz wichtig sein. Sein Tatendrang ist ungestoppt. Die Augsburger Puppenkiste hat in der Hinrunde eine Klasseleistung nach der anderen hervorgebracht. 23 Punkte haben die Schwaben schon erreicht. Noch nie hatte der FCA zur Winterpause solch ein Polster. Da würde selbst der körperlich angeschlagene Trainer einfach weitermachen. Wir bräuchten keine Winterpause, wir sind gut drauf, wir freuen uns auf die Spiele und genießen das letzte Spiel jetzt. Nicht nur ich, glaube die ganze Mannschaft, der ganze Verein darf sehr stolz auf das Jahr 2013 zurückblicken. Was wir geleistet haben in dem Verein ist wirklich sensationell. Wer hätte das gedacht, dass wir jetzt beruhigt in die Weihnachtsferien, in der ersten Liga gehen können. Und ja, siehst du mal aber auch, wie schnell das im Fußball gehen kann. Letztes Jahr war wirklich eine trübe Stimmung hier im Verein und jetzt sind alle wirklich sehr, sehr zufriedenstellend. Die jetzigen Punkte sind die Basis für die Rückrunde. In Augsburg gerät keiner ins Träumen und redet von der Europa League. Aber längst fürchten Trainer und Mannschaft keinen Gegner mehr. Das Selbstvertrauen ist groß. Wir sind überglücklich, wissen aber auch, dass es in der Rückrunde oder im Jahr 2014 ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen können. Aber wir sind so gefestigt, dass ich fast sagen kann, dass wir auch nächstes Jahr für Furore sorgen können. Vor einem Jahr noch waren die Augsburger froh, sich Weihnachten in eine Verschnaufpause retten zu können. Jetzt jedoch ist der dritte Klassenerhalt in Serie schon in Sichtweite. Und das mit dem drittkleinsten Spieleretat von 17 Millionen Euro. Die Puppenkiste macht es vielen vor.